Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Resident Evil Revelations auf der Queen Zenobia. Wir haben in der letzten Folge diesen komischen Virus den Virus gefunden. Und auch den Antivirus dazu. Die Impfung. Und genau, die werden wir jetzt hier einsetzen. Impfstoffprototyp eingesetzt. Und nun? Ach, lassen wir uns impfen oder wie? Impfstoff wurde injiziert. Ach, hätte es jetzt sogar passieren können, dass wir uns jetzt hier... Ich habe wirklich das Impfstoff nicht wirkt. Hätte es passieren können, dass wir uns irgendwie schon anstecken oder wie? Also... Dabei hat er die eingegeben. Sehr schön. Daten-Download. Bitte warten. Ich guck schon mal nach... Whoa, hinten, wollte ich gerade sagen. Oh-oh. Das ist ja sehr gut. Authentifizierungscode aufgenommen. So, nun. Und jetzt zurück zu Chris. Danke für den Hinweis, Jill. Huah! Oh nein. Die rote Brühe. Scheiße. Jill, Jill, komm. Hörst du mich? Antworte, verdammt. Brr, 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 brr. Das ist ein Notfall. Komm sofort her. Alter, wenn ich jetzt diesen Impfstoff schon nicht genommen hätte, was wäre jetzt da wohl passiert? Scheiße, können wir hier durchschwimmen? Nein, können wir nicht. Nein, ich weiß doch gar nicht, wo lang. Ja. So viel dazu. Du bist tot. Scheiße. So, mal gucken. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob der Impfstoff... Ne, den haben wir uns noch gar nicht reingewirkt. Daten-Download. Bitte warten. Jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt irgendwie... Ich denke mal, jetzt werden wir garantiert abnippeln. Weil das war doch jetzt verseucht gewesen, ja, dieser... Download beendet. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Okay. Ah, sofort tot. Ah, okay. Man stirbt halt sofort, sobald man diesen Impfstoff nicht nimmt. Okay, ich hätte jetzt gedacht, die mutiert jetzt oder so. Das wäre jetzt cool gewesen. Spüren Sie mit der Genesis Verborgenes auf. Mensch meiner, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Gut, manchmal vergesse ich es auch. Ja. So, okay. Also, Impfen angesagt. Was? Ach so, ein grünes Kraut. Okay, dann machen wir es so. Hä, war das nicht vorhin noch was anderes? So, den kann ich ja schon mal eingeben hier. Zack. Daten-Download. Bitte warten. So, und hier schnell impfen lassen. Download complete. Download beendet. Ja, sehr schön. So, ich weiß jetzt aber allerdings... Ja, schön. Überspringen kann man es nicht, schade. Ja, ich weiß jetzt hier bloß nicht, wo ich lang schwimmen muss, Mann. Ich habe keine Ahnung. Das war's schon wieder. Ach Mensch. Oder kann ich irgendwie oben drüber... Das habe ich jetzt gar nicht probiert. Oben drüber schwimmen. Ja, wenn die Luft aussieht. Ach, das ist doch schon wieder ein super Start in die Folge. Jetzt mal ernsthaft. Ach Mensch. So. Download. Bitte warten. Ja, ich warte. Jetzt ist auf einmal Schrotgewehr. Download beendet. Ja, los, komm schon.
So, und den Code genommen und jetzt auf geht's. So, jetzt aber. Jill! Jill, komm! Hörst du mich? Antworte, verdammt! Blub, 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 blub. Das ist ein Notfall. Komm sofort her. Aha, genau. Ich kann nämlich oben drüber schwimmen. Na toll. Ach, hier kann ich rausschwimmen, okay. Und genau hier kommt jetzt komische Vieh. Wetten? Das wäre jetzt nicht so gut. Jill, ist okay? Muss. Ja, vorerst. Vorerst. Jill, ich habe jetzt den Code. Gut. Neutralisieren wir den Virus. Ich glaube, das wird jetzt nicht so einfach. Passwort verwendet. Autorisation bestätigt. Starte Virus-Neutralisierungsprogramm. Cool. Aber es wird bestimmt gleich aufgehalten. Wäre ja nichts Neues. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellt. Morgan Lansdale. Nein. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger Fehler. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Meine Fehler werden wohl wieder gut gemacht. Ihr seid junge Passagiere auf der Zenobia. Und ich höre euch jetzt beim Sterben zu sehen. So schnell hin! Kick! Kick! Bumm! Uiuiuiui. Oh ne, da oben steht ja noch so einer. Und wo steht hier noch einer? Wo steht hier noch einer? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Eine kleine Spende für den Meister. Achso, ist schon down. Wow. Ach, so einer auch noch. Toll. Na los, komm schon. Ah, so mir kippt, sehr cool. Nachladen. It's not over yet. Aua! Was war denn das gerade? Ah, okay. Oh oh. Wow. Ich muss mich gerade so leicht konzentrieren, mal wieder. Oh, der verfolgt immer bloß mich. Das ist doch voll unfair. Voll Knete, ey. Huh. Next. Oh, was jetzt? Virusneutralisierung beendet. Juhu! Die Welt ist gerettet! Das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja schließlich Umbrella gestürzt. Haha. Eure Tage des räuberen Gendarmspiels sind vorbei. Was? Ich hoffe, ihr begreift den Ernst der Situation und warum ich persönlich erscheine. Ich habe eine große Schwäche. Viele Dinge machen mir Angst. Auch Kleinigkeiten. Ich muss jede Unvollkommenheit ausbügeln. Die BSAA, mein lieber Direktor O'Brien, eure ganze Organisation, ihr macht nichts als Ärger. Ihr habt doch nicht etwa erwartet, dass ich euch ungestört herumschnüffeln lasse? Macht euch doch nichts vor. Ihr seht mal, euer Schicksal liegt in meinen Händen. Oh oh. Die Queen Zenobia. Nicht gut. Gar nicht gut. Episode 9. Kein Ausweg. Ende. Die Queen Zenobia. Errungenschaft freigeschalten. Yeah. Next.
Oh Mann, was wird uns noch erwarten? Eigene Tode. Raubzugmodus Stufe 13 bis 17 freigeschaltet, weil wir die Episode 7 bis 9 abgeschlossen haben. So, jetzt folgt Episode 10. Ich weiß immer noch nicht genau, wie viele das überhaupt sein werden. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Sind es vielleicht doch plus 10? Previously on Smallville. Direktor O'Brien, ich weiß über alles Bescheid. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Wir müssen die Sache beschleunigen. Verdammt, das war eine Falle. Wieso das? Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellend. Morgan Lansdale. Hey, Quint! Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Hab's klar. Euer Schicksal liegt in meinen Händen. Das werden wir sehen, alter Mann. Episode 10. Verworrene Netze. Casino, 2.14 Uhr. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Ja, sicher. Legen wir jetzt endlich los? Klar. Wir sind ja schon oft durch die Hölle gegangen. Ist ja nichts Neues für uns. Ja, wie in alten Zeiten. Die gute alte FEC. Raymond. So, wie lautet der Plan? Zur Brücke. Schanzkleider aktivieren. Und beten, dass wir nicht sinken. Mit dem Strom sollten wir auch Zugriff auf das Wartungssystem haben. Gut. Dann sollten wir uns aufteilen. Ich muss erst noch was prüfen. Okay, gut. Wir treffen uns auf der Brücke. Und das auch noch ein Handabdruck. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Brücke aufsuchen lautet die nächste Mission. Und wir sind wieder mit der Grinse-Jessie unterwegs. Also das spielt jetzt hier zu dem Zeitpunkt, wo sie Jill und Chris davon gemacht haben. Also wurde die Zeit jetzt ein kleines bisschen zurückgedreht und ich weiß nicht, wo es zur Brücke geht. Ha, das reimt sich sogar. Boah, bin ich cool. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ich muss rüber. Wo geht eigentlich Jessie hin? Was hat sie vor? Wo ist sie überhaupt? Jessie? Ach, sie steht da unten, okay. Was hat sie vor? Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so eine kleine Vermutung, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und möchte das jetzt noch nicht voreilig rausplaudern. So, was haben wir überhaupt für Waffen? Okay, 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 okay. Versteckter Ladebildschirm, schubidibi, duwap, diebenbap, diebubap, schnibidibabau, die daden die, dubidibibau, badaben dubab, bibidibibab, War das schon immer so komisch neblig hier? Er speichert. Was ist das? Die haben wir doch schon mal erlebt. Ich denke mal, zur Brücke geht es bestimmt da geradeaus weiter, genau. Wenn das jetzt viel zu... Was? Das war's schon? So, wow! Ja, habe ich ganz vergessen, dass der Bumm macht. Wo kam denn der jetzt, ey? Aber gegen den Schrufflint hat er keine Chance. Oh, oh. Na toll, du schon wieder. Nein! Ich kann dich wirklich nicht mehr sehen. Oh. Nein! Habe ich eine Schlüsselkarte? Ja, habe ich. Was, ein Buch? Abschiedsbrief. Huch. Die Schrift ist klein und zittrig. Das war's für mich. Ich habe nur noch eine Kugel. Bringt mir in meinem Kampf nicht wirklich viel. Nein,
gucke das für mich. Macht's gut, Leute. Es war eine schöne Zeit. Ja, dann würde ich sagen, der ist tot. Nein, da ist was versteckt. Huch. Oh, verirrst es von überall, ey. Was haben wir denn hier überhaupt? Eine Waffe? Ja, ich wär's. Ah, eine Magnum. Nein, bis ein Schuss. Was? Ey, hier ist bloß ein Schuss drin, Mann. Oh, erstmal nachladen hier. Na! Oh! Alter! Boah! Yeah. Na, wieso Ziel nicht gefunden? Verarsch mich nicht. So, gleich kommt doch bestimmt wieder die Jessie. Jessie J. Hä, von wo aus komme ich denn da jetzt hin? Nach links jetzt, okay. Nein! Was ist das jetzt? Lass mich bloß in Ruhe. Nein, ich muss zur Brücke. Keine Zeit, mich zu verlaufen. Das ist wohl richtig. Aber anscheinend hat Rachel doch noch überlebt. Ich glaube, habe ich vorhin Jessica gesagt? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich bin schon wieder ganz durcheinander hier. Scheiß mir die Muni hier aus. Oh, wie wund. Nein! Mist. Nein! Lass mich los! Lass mich los! Uah! Oh, Junge, 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 Junge. Oh, gibt es hier noch etwas? Oh, Junge, 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 Junge. Bisschen Schrotgewehrmuni, das ist cool. So, ich habe doch wieder Customization-Dingens irgendwie aufgehoben. Scheiße, ich kann das gar nicht benutzen. Mist. So, wo geht es jetzt lang? Ich habe doch jetzt eine Schlüsselkarte. Jetzt kann. Toll. An der anderen Seite verschlossen. Shit. Ich brauche auf jeden Fall Muni. Das wäre gar nicht mehr so schlecht. Ja. Nein, ich muss zur Brücke. Keine Zeit, mich zu verlaufen. Also bin ich hier die ganze Zeit über falsch oder was? Oh, eine Handgranate, sehr cool. Na scheiße, hier ist ja das Bad. Mist. Nein, wo geht es denn jetzt zur Brücke? Bin ich etwa falsch? Hä? Wie komme ich denn von hier aus zur Brücke? Ich muss hoch. Ach, ich musste oben lang, oder wie? Nee. Mist. Ich muss zurück in die große Halle. Oh, das mit dem Ausweichen funktioniert immer super, super. Oh, ich habe keine Pille mehr. Shit. Ich hätte oben lang gemusst, ey. Ist eine Kacke. Ah! Hilfe! Nein, hier bin ich falsch. Oh, nein. Die ist aber auch überall, ey. Ist das er, der hier so rumstöhnt, oder was? Oh, scheiße. Da war doch schon wieder irgendwas Großes hinter mir. Ich brauche unbedingt ein Kraut. Bitte lass hier was sein. Da, da war was. Ich hab was. Was, da war was. Ich hab da eben was. Wo war da was? Hier ist was. Nein, ich muss zur Brücke. Spezialzubehör. Mich zu verlaufen. Shit. Da unten lauert irgendwo etwas. Ah,
das werde ich nicht überleben. Komm schon. Scan abgeschlossen. Bumm. Ich weiß nicht, muss ich hier oben? Ne, von wo aus muss ich denn da jetzt? Doch, hier bin ich richtig, oder? Hier bin ich richtig, aber ich nippe gleich ab. Nein! Da ist noch etwas versteckt. Bitte lass es ein Kraut sein. Bitte, 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 bitte. Handgranate. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Alter, Panik pur, hier ist auch etwas. Pistolenmuni, Mann, ich brauche Kraut, ich brauche Kraut. Ich brauche Stoff. Stoff brauche ich. Oh, das gibt es nicht. Das war's. Ach, das Ausweichen klappt überhaupt gar nicht. Scheißendreck. Muss ich mich mal strecken hier. Ah, wollen Sie fortsetzen? Ja, aber ich werde erst in der nächsten Folge fortsetzen, meine Freunde. Ah, Mann, 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 ist das stressig. Okay, dann sehen wir uns also im nächsten Part wieder. Dann haut mal rein, fahr nicht besoffen Auto und tschüssi. Junge, macht das einen Spaß, wenn einen die Rachel immer wieder verfolgt und immer wieder und immer wieder und immer wieder und ich immer verkacke und... ja, das ist jetzt... Das ist mein Skill. Also, wenn ihr was weiter sehen wollt, dann verfolgt die nächste Folge. Wir hören uns.